Wir sind hier beim Ueli Fahrni in Rummischberg. Er kandidiert als Präsident des Berner Bauernverband. Ueli, kannst du dir schnell vorstellen, dich und den Betrieb? Ja, ich bin 49, ich bin geheiratet mit der Christine seit bald 25 Jahren. Wir haben zusammen drei Kinder, sie alle in der Aus-, Weiter- oder Zweitausbildung. Wir bewirtschaften zusammen 30 Hektar Landwirtschaftsbetrieb hier in der Bergzone 2. Wir bauen Mais an, wir bauen Futtergetreide an und wir bauen Lavendel an, nebst verschiedenen Intensitäten an Grünland. Weiter haben wir 80 Hochstammobstbäume und 6 Hektar Wald. Tiere haben wir Milchfee, wir haben einen Haufen Aufzucht, wir haben 18 bis 20 Muttersäue und 12 bis 15 Mutterschafe und so weiter. Du kandidierst für das Präsidium. Berner Bauernverband, die Motivation zu deiner Kandidatur? Ich habe mich immer interessiert für die Agrarpolitik. Manchmal hat es mich auch geärgert. Grundsätzlich interessiert es mich. Das Zweite bin ich angefragt worden vom Oberaargauer Bauernverein. Und ich habe dort eine Haufen Unterstützung können fahren jetzt da, zur Kandidatur. Und zum Dritten, wenn ich sehe, wie ein Grossteil von diesen 9.500 Bauern im Kanton Bern sehr schnell auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren und sich anpassen und sehr innovativ sind, dann tut das zusätzlich motiviert. Warum soll man gerade dich wählen? Ich bin zuverlässig, ich bin hartnäckig und ich denke, das sind Attribute, die es braucht in diesem Amt. Ich bin diesbezüglich überzeugt, als ich für das Amt der richtige Mann bin. Wenn du gewählt wirst, wo würdest du den Agrarkanton Bern herführen? Für mich ist es wichtig, dass wir eine bedeutende Rolle in der Ernährung unserer Gesellschaft spielen können. Wichtig ist diesbezüglich auch die Natur, die wir wollen. Sorgsachen dazu, ganz klar. Aber wir wollen dort mitbestimmen, wie das genau vonstatten gehen soll.